Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu Subsistence. Hallo. Dem einzig wahren Survival-Spiel mit der Melle und dem Strider. Und dem Imp. Das bin ich. Alles klar. Auf geht's. Nach Hause. Genau, wir sind ja gerade aufgetaucht aus der Hülle. Jetzt regnet's und wir müssen in dem Zeug nach Hause laufen. Ja, ne? Ich kann mich hintergangen. Du läufst den direkten Weg, oder? Ich laufe den direkten Weg, ja. Okay, dann laufe ich sammel Pflanzenfaser. Bisschen weiter links. Okay, ja, hier oben kommen wir blöcken. Einfach nur, damit wir ein bisschen mehr Fläche abdecken. Ja. Bin mit einverstanden. Oh, wie nett. Danke für deine Zustimmung. Ey, so nett bin ich. Versuch mich aufzuhalten. Denk dran, du hast keine Weste mehr. Stimmt. Und solange ich auf Distanz bleibe, ist deine Schrotflinte für mich kein Problem. Oh, guck mal, meine kleine Mini-Bates. Aber meine Bremsmunition. Ob die dir im Regen hilft? Ja. Andere Frage. Glaubst du, ich bin im Wasser? Ich bin nicht im Wasser. Nee, du bist hier oben, du bist deiner Base. Aber du könntest ins Wasser springen. Ich bin schon längst über alle Berge. Ich finde auf meiner Route nämlich nur Pflanzenfaser und ein bisschen Schrott. Aber keine Kisten. Ich hatte Karottensamen, seitdem nichts. Oh, wow. Da hat doch Hagebutten. Nee, Erdbeeren waren's. Sorry. Und Heilkräuter. Scheinbar bin ich der Kräuterspezialist. Gut, gut. Ich laufe quer durch den Wald und winke Hänsel und Gretel. Schliefen heute im Wald. Eine Kiste, zwei Kisten. Oh, ein Täschchen. Ui, das bin ich aber auch gleich wieder voll. Hast du so viel Zeug eingesammelt? Zeug, was ich noch nicht so hatte, ja. Melle, ich will nur jetzt schon mal sagen, wenn der Typ heimkommt wie Sau, dann ist das nicht mehr meine Verantwortung, weil wir uns getrennt haben. Okay, wann denn? Vor... Ja, ist eigentlich bei Regen an. Achso. Alles, was danach passiert, kann ich echt keine Verantwortung übernehmen. Sowas. Ich nehme noch einen Puma mit, ne? Ja, die Sehnen können wir gebrauchen. Liegt hier auf dem Weg. So, perfekt. Wolf in der Tasche, wenn ich nicht. Kannst die Tasche behalten. Madenbaum ist ein Bär. Nur zur Vorwarnung. Okay. Aber Melle, du bist doch versiert mit dem Umgang des Bogens. Ja, einen habe ich ja auch beseitigt, aber der da oben stört mich jetzt. Ich finde es voll praktisch, wenn man den Puma anschießt, dann verfolgt der einen ja. Ich kann effektiv weiter nach Hause laufen und muss mich nur ab und zu umdrehen. Das stimmt. Drei Schüsse, doppelläufig und der ist auch tot. Habe ich aus Versehen mal ausprobiert. Aus Versehen mal ausprobiert. Tat mit Vorsatz. Der war so plötzlich vor mir und dann habe ich nur einfach aus Reaktion abgedrückt. Okay.
Was ist denn hier los? Der läuft immer wieder los, während ich abdrücke. Jetzt habe ich schon zweimal daneben geschossen. Du warst aber nicht weit genug weg. Nee. Ich bin nie weit weg. Oh, ich bin zu Hause. Und ich unterhalb von Twin Peaks. Im Gebirge. Cool. Da. Wieso schieße ich ihm ständig durch die Beine? So ein Scheiß. Also wirklich, als wie in der Schule, wenn man da Fußball hatte und einem durch die, ja, so tunnelt mit dem Fußball. Jo. Und dass das ein Puma ist. Hier ausprobieren. Der hatte 6 Szenen. Oh, das ist schlecht. Gut. Hier durch. Lutschen. Die Sehne nicht zur Seile machen und zur Reparatur. Wie viele brauchst du denn? Insgesamt 3, 6. Nee, 3. Ein Stück. 3 Stück. Okay. Ja. Das sollte machbar sein. Hey. Boah, 5 Granaten haben wir jetzt draußen. Also ich hab's gerade nicht mit dem Puma töten. Oder ist ein Jäger, der angelt bei uns direkt am See. Was soll denn das? Wo denn? Links rum. Ah, Kaninchenstall. Ja. Mit oben ohne, oder? Ja. Hä? Wie hat mich der Puma erwischt? Ich bin in einer geraden Linie gerannt und der hat mich einfach erwischt. Du damit? Ein Puma. Ich hab gerade aber gesagt. Ja. So nah ist. Ja, daheim halt. Ich habe mich nur gerade ein bisschen dran gestört, dass das. Also, dass der mich hier so erwischt hatte. Obwohl ich gerannt war. Glaube ich. Schon wieder jetzt langsam. Ich kann ja nicht schnell. Strider, bist du noch daheim? Ja. Bin noch daheim, ja. Wenn du den Berg geradeaus hochläufst, ja. Kommen 3 Truhen nebeneinander. Die konnte ich jetzt nicht einsammeln wegen dem Viech. Okay. Sie? Ja. Warum habe ich Plastikflaschen bei mir im Trinken ist da drin? Weil die nirgendwo drauf passen mehr. Oh. Kannst du einfach nutzen. Gut, hey. Das Bärenwasser können wir nicht über 30 stacken, sehe ich gerade. Nee. Deswegen lasse ich es immer so hoch wie möglich auf 40 und dann fülle ich es auf, weil du kannst nicht einzeln. Okay. Was für eine Zocke. Ja. Waffenteile, lalalala. Zack.
Wir hatten 7 Heilmittel dabei, kann das sein? Ja, ich hatte 3. Dann haben wir, also ich hatte 1. 4, dann haben wir vielleicht von denen noch 1 oder so gehabt. Kann sein. Ich habe aber neue gemacht. Nee, ich habe ja, 7 Stück in die Kiste gelegt, Mann. Nicht ruhig genug. Dann warte ich noch kurz. Da ist ein Elch. Da ist ein Elch. Da ist ein Bär. Ups. Warte, Bär, hau ab. Vielleicht möchte er sich nicht mit Leuten wie dir abgeben. Geht schnell im Nachhinein. Pass. Was? Okay, so geht's auch. Was denn? Ich war gerade am Nachladen. Ja, ich dachte, ich helfe da mal einem Kumpel. Ja, sowieso. Oh, guck mal, 4 Sehnen. Subi, schnuppi, dubi. Warum geben Bären eigentlich keine Sehnen? Weil wir die vergessen aufzusammeln. Nee, keine Ahnung. Wickler nicht eingestellt. Damit es nicht zu einfach wird mit den Seilen. Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Aber geben Bären dann dafür viel mehr Fett? Oder wie ist denn das? Kann ich dir so auch nicht. Wir müssten doch. Melle, du hast doch neulich einen Bär getötet. Mütze. Also. Ja. Zum Verrecken. Ja, du hast ihn verrecken lassen. An diesem Kerl. Nee, ist da oben beim Puma, ne? Ja. Ja, nee, da hab ich schon einen abgemurkst. Einen hast du abgemurkst, dann murkst ich den anderen. Ja, der wollte mich abmurksen, als ich die Kiste geholt hab. Ach, so ein Murks. Ja, dann hab ich gedacht, na. Achso, wenn wir den Molotow noch wegstecken da rein. Und dann mache ich mir mal wieder ein bisschen neue Wehrmunition. So. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder Granate und Molotow, um mal wieder eine große Base wegzumurksen, ne? Wenn du möchtest. So, aber nicht heute. Ich? Nö. Bisschen schnell, oder? Oder meinst du, schaffen die noch? Ich mach mal morgen. Ja, ja. Besser ist. Ja, jetzt gerade ich habe sie beseitigt. Oh, der nächste Steak war gerade fertig. Perfekt. Ja. Nehme ich so mit. Danke, Jungs. So, kurz mal was essen, dann bin ich wieder volle Horsepower. Boah, alter Schwede, ist das Essen geil hier drin. Kann man sich voll satt essen. Hat ja auch deine Frau gekocht. Das muss man ja noch mal erwähnt haben.
Ach nee, ich wollte doch meine Erze wegbringen. Warum laufe ich denn hier raus? Ich finde, die Kartoffelsamen sehen aus wie kleine Muffins. Ja. So, das da. Oh, ich glaube, wir brauchen echt bald erstmal keine Erze mehr. Das ist ja Wahnsinn. Ich nehme sie trotzdem mit, okay. Ja, ich bin gerade überlegen, wir haben Patronenhülsen. Was brauchen wir für Patronenhülsen? Ah ja, na, da war eine Menge Schrott braucht man da ganz gut. Für Patronen, na, das ist scheiße. Ja, weil Zink und Kupfer haben wir in Massen. Nur können wir Schrott herstellen? Nee, leider nicht. Schrott und elektrische Bauteile, die kannst du nicht herstellen. So, was ich schade finde. Können wir irgendeine Munition herstellen ohne diesen Ding? Nee. Außer Pfeile? Mal die Patronen. Genau, außer Pfeile. Weil du brauchst die Patronenhülsen und Schießpulver bei jeder Munition. Was kann denn deine Drehbank? Kann die nicht zu irgendeinem Ding drehen, ob das jetzt krumm ist oder nicht? Nee, die kann halt noch den Aufzug drehen, BKE-Brecher und Aufzug halt, ne? Mehr kann die nicht. Die Destil macht ja auch nur Alkohol. Also so von Munition her, da brauchst du echt diese Schießpulver. Und Patronen. Schießpulver ist an sich kein Problem, wenn du genug Asche hast. Asche und Palium. Das müssten wir haben, oder? Ja. Und gut, Asche habe ich jetzt gerade nicht so viele. Aber zur Not, da kann Melle ja die Öfen laufen lassen. Macht sie. Aber es sind halt nur das. Ja, aber das nutzt ja für Dünger noch. Wie viel Kalium haben wir denn? Weil sie kann doch. Kann sie nicht Kalium nutzen? Dumm. Ja, ja. Haben wir. Vorne habe ich wieder reingepackt. Klar, wenn du nur wieder ein bisschen Asche voll reinpackst, Schatzhülle, dann kannst du wieder mit Kalium nutzen. Weil ich brauche nämlich nicht so viel Kalium. Das ist nämlich, weißt du, du brauchst 5 Kalium, aber 40 Asche. Ich würde 5 Schießpulver oder 10 Schießpulver. 10. Also war nicht viel, aber viel Asche. Tja, darauf läuft es immer im Leben hinaus. Ja. Brauchst viel Asche, um was zu werden. Leider. Was man sich noch bauen könnte, das wäre meine Waffe. Für Nacht. Eine Waffe? Eine Taschenlampe. Warum? Sie an deine Waffe dranhängen. Wenn es mal duscht da draußen wird. Ja, aber da angel ich lieber. Denn nachts beißen die Fischließe. Jetzt wird's Nacht. Das stimmt. Hier hat viel Potenzial oben. Hat hier vieles noch Potenzial oben. Da kann noch viel passieren. Ach ja. Wir hören dich nicht mehr. Mich? Ich höre meinen Schatz nicht mehr. Dein Schatz nicht mehr. Was macht dein Schatz denn? Keine Ahnung. Wieso tut er das? Der quatscht, aber da kommt nichts durch. Vielleicht will er ja nicht mehr mit uns reden. Das ist doch auch in Ordnung. Lass ihn doch. Nö. Läuft wieder. Ja, jetzt ist er wieder da. Discord hat mich nur nicht aus dem Mute wieder rausgenommen. Böses Discord. Ja. Deswegen habt ihr mich auch niesen gehört übrigens. Eigentlich ja, das bin ich. War ich stumm. Eigentlich. Ja, manchmal bin ich auch eigentlich stumm und dann doch bist du da. Und dann ist er einfach da gewesen. Einfach da. Ein bisschen Asche habe ich dir mitgebracht. Kannst du über dein Haupt streuen.
Oh, lecker. Und Erze natürlich, weil wir davon nicht genug hatten. Also ich weiß ja, die Taschenlampe, die macht ja keinen Sinn, ne? So großartig, weil du nachts ja nicht unterwegs bist, mehr oder weniger. Aber so aus Spaß, weil ich dahin grad nichts zu tun habe, will ich mir die echt mal bauen. Kümmere dich doch um eine weitere Solaranlage für die Melle. Oder für mich? Ja, nach der Taschenlampe. Das da. Da windet er sich wieder. Gell. Ja, man muss doch alles mal ein bisschen gebaut, oder? Ja, schon. Aber. Also ich gehe jetzt mit meiner Rute spielen und meinem Würmchen. Allein im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Und hier im Dunkeln. Live. Schön. Wir haben schon wieder so viele Waffenteile. Ich will wieder ein paar Waffenteile in die Massekiste rein. Wo soll ich dir die Asche reinlegen? Egal, wo du. In die Erzkiste. Ja, die ist so voll. Pack's in die Kuschelkiste zur anderen. Da ist noch ein Stapel. Ja, dann mach. Da ist gleich ein. Stapel? Ah ja. Wenn du Shift gedrückt hältst, während du es rein. Also Melle, wenn du dein Inventar offen hast und dann Shift hältst und dann einfach nur klickst, dann packt es das automatisch in die Kiste. Schön. Hat mein Mann, glaube ich, mir schon 10-mal erklärt. Ja, dann musst du nicht suchen. Kommt der berühmte Satz. Schön für dich. Ja. Ich wollte dir nur helfen. Ich weiß. Wenn du nicht willst, dann höre ich auf damit. Ich kann auch ein richtiges Arschloch sein, ja. Es ist bloß wieder. Wir müssten nächstes Mal auf jeden Fall bei der anderen Base mal nochmal vorbeigucken, wie weit die inzwischen sind. So, ja, die dürften jetzt schon ein bisschen was geschafft haben, ja? Die brauchen ja kein Dach, damit wir sie fertig machen. Stell dir vor, du wirfst die Granate oben rein. Ja. Oder ein Molotow. Einfach oben rein. Ja. Aber dann findest du da drin, glaube ich, noch nicht wirklich viel. Ich glaube nicht, dass von einer Granate eine Kiste oder so kaputt geht, oder? Nee, aber wenn kein Dach drauf ist, also dieses Zwischendach nicht drauf ist, ist, glaube ich, auch keine Kiste drin. Das habe ich nämlich schon mal gemacht. Viel zu früh angegriffen und da war da noch nichts drin. Ja. Aber du hattest Spaß, oder? Es geht um die Freundschaft, die man unterwegs findet und schließt. Ach so. Ach so. Na dann. Denk dran, F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. Und so weiter, ne? So. Ein Upgrade. Ja, ich mach. So, wie bediene ich jetzt die Taschenlampe mit F? Nö. Nicht? Hilfe, welche Taste muss man drücken? Rechtsklick und dann aktivieren vielleicht. Oder E? Mit I. L für Lampe. L, danke. Light. Ja, L für Light. Lightschuh.
Also Alter, damit erkennt man dich auf jeden Fall. Ja, gell? Also, bist du denn? Ich find's cool, dass deine Lampe durch Wände geht. Leuchte mal auf den See. Wir wissen, was ich da habe. Wow, ein guter Radius. Die hat sogar Batterie, da muss ich die Batterie immer nachladen, wenn die leer ist. Wie geht die Batterie? War das nicht auch irgendwie hier so ein Rezept, das man sich machen kann? Ich glaube im Werkbank. Was kostet denn die? Oh, das weiß ich. Aber jetzt könnte ich nachts draußen. Aber nicht, wenn du hacken musst, oder? Nee, nur wenn ich die Waffe gezückt habe. Mhm. Eine Axt gibt's die Erweiterung leider noch nicht. Dunkel, Dielen, Liebe. Jetzt geht's rund mit dem jungen Hund. Alter, werfen Schatten von sich. Tja. Die Melle wirft halt einen großen Schatten. Ja, da wird ein Heilkraut riesengroß. Mit dem Ach, ein wow. Heilkraut? Ich dachte, du bist bei ihr drin. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Nicht. Aber cool, ich habe noch nie, ich spiele schon so lange Subsistence, weil das ist das allererste Mal, dass ich eine Taschenlampe gemacht habe. Man sich ja echt decken will bei den ganzen Schatten. Das heißt, eigentlich bist du total verwöhnt mit der Melle und mir. Ja, jetzt ja. Wie war das in der Höhle? Hat er keine Angst mehr? Hier macht er aus Langeweile sich eine Lampe. Statt mir eine Solaranlage oder ein Windrad oder so? Ja. Heißt, wir machen einen guten Job. Hä? Hä? Ich hab gerade. Achso. Ich krieg schon Schlupfzolle. Ich hab gerade Fisch in deinen Kühlschrank gelegt und hab vier weißes, also dieses Lachszeug, und vier von dem Hecht rein. Mhm. Und dann ist drüben aber nur angekommen 4 und 1. Und dann dachte ich so: Hä, was ist da los? Was soll der Scheiß? Ich werd abgezockt. Will mit dem Manager reden und dann habe ich gesehen, dass da noch mehr von dem Hecht drin lag und dann hat sich das automatisch nach unten gestapelt. Gut. Und ich war blöd. Mhm. Strider. So. Ja. Ich wollte fragen, ob du deine Kletterausrüstung in die Kiste gelegt hast oder ob du die noch mit dir rumschleppst. Wird mir geklappt. Okay. Dann machen wir hier einfach einen Cut. Das reicht mir jetzt. Genau. Schluss für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann. Ciao, ciao.